Musikschule Brand. Wir sind mehr als Unterricht. Wir sind hier in der Musikschule Brand. Ihr könnt hier alle möglichen Instrumente lernen. Klavier oder Geige oder Cello oder Gitarre oder Schlagzeug oder Trompete, Klarinette, alles Mögliche. Mein Name ist Gertrud Schmidt und ich möchte euch jetzt zunächst die Geige vorstellen, etwas über sie erzählen und euch vor allem vorspielen. Die Geige ist ein Musikinstrument und wir müssen uns jetzt überlegen, wie man auf diesem Instrument Musik machen kann. Man könnte jetzt versuchen, wie auf einem Tasteninstrument, auf einem Klavier oder auf einem Keyboard, aber sie hat keine Tasten. Dann können wir jetzt versuchen, wie bei einem Blasinstrument. Dazu brauchen wir ein Loch, in das wir reinblasen. Wir haben zwei Löcher und ich kann mal reinblasen. Ja, klingt irgendwie, aber nicht wirklich schön. Dann könnten wir es versuchen, wie ein Schlagzeug. Vorsichtiger als beim Schlagzeug, sonst geht die Geige kaputt, aber wir können es versuchen. Das klingt jetzt schon ein bisschen interessanter, aber auch noch nicht so richtig gut. Versuchen wir jetzt mal wie ein Zupfinstrument, zum Beispiel eine Gitarre. Das klingt jetzt schon viel schöner. Man kann das Lied erkennen, man kann eine Melodie erkennen, aber das geht auf der Geige noch schöner. Richtig schön klingt die Geige, wenn man mit dem Bogen über die Saiten streicht. Deswegen heißt sie auch Streichinstrument. Zum Beispiel eine Melodie von Antonio Vivaldi. Diese Melodie ist schon 250 Jahre alt und Antonio Vivaldi hat sie in Venedig geschrieben für ein Mädchenorchester. Er war nämlich Lehrer an einer Mädchenschule. Diese Melodie heißt Der Herbst. Sehr schön klingen auch wiegende Melodien. So wie eine Melodie von Jacques Offenbach, die hat er zufälligerweise auch für Venedig geschrieben. Und zwar ist es ein Gondellied. Die Gondeln sind die Schiffe, die durch die venezianischen Kanäle fahren.
Und natürlich eine ganz bekannte Melodie von Wolfgang Amadeus Mozart. Jetzt habt ihr die Geige ein bisschen kennengelernt. Aber jetzt möchte ich euch noch ein ganz besonderes Instrument vorstellen. Und zwar die Viola oder Bratsche. Die Viola ist sozusagen die große Schwester der Violine. Das erkennt man auch am Namen. Nämlich Violine heißt auf Deutsch einfach kleine Viola. Der deutsche Name Bratsche kommt vom italienischen Braccio. Braccio heißt Arm und bedeutet, dass man das Instrument mit dem Arm hält. Nicht wie ein Cello. Beim Cello sitzt man und hat das Instrument zwischen den Knien. Oder wie beim Kontrabass, da steht man und das Instrument steht auf dem Boden. Sondern man hält es mit dem Arm. Das Besondere an der Viola ist, dass sie tiefer und wärmer als die Geige klingt.
Zum Abschluss kann die Bratsche aber auch ganz anders. Der Komponist Paul Hindemith hat vor ungefähr 100 Jahren ein Stück geschrieben. Darüber steht: rasendes Zeitmaß, wild, Tonschönheit ist Nebensache. Das bedeutet, man soll es so schnell wie möglich spielen, ganz wild, und es muss nicht unbedingt schön sein. Eins der Instrumente euch so gut gefällt, dass ihr es lernt.